Bloodburnchen, neues Völkchen und ich spiele immer noch. Wir haben viel zu viele Blutechos, die sollten wir eigentlich wegbringen, aber ist mir jetzt egal. Und links ist noch eine Putze. Links ist noch eine oder Putze? Eine ausgebildete, gezwungene Putzfachkraft oder ein Anbeter. Reinigungsfachfrau möchte ich sie bitte nennen. Fachperson. Ich habe wieder kein Ohr im Ohr, nee, kein Sound im Ohr. Aber ich habe was im Ohr. Ist aber kein Kopfhörer, ne? So, dann gehen wir mal hier die schöne stufige Treppe hoch. Achtung, links! Naja, ich sehe sie, ich sehe sie. Also ich sehe sie so halb. Ich sehe sie genug, um sie töten zu wollen. Mit ihren wallenden Kleidern. Was ist hier in der Mitte? Ist hier noch irgendwas? Du musst dies akzeptieren. Klemme. Eine Klemme. Ich verstehe. Da war, glaube ich, auch gerade. Ich werde schon paranoid. Nee, das sind diese Geister, die lösen sich dann immer so auf, wenn man sich die anguckt. Ja, komm, Süßer. Boah, das sind ja schon wieder viele hier oben. Oh, hey, Sweetheart. Boah, die machen aber richtig Schaden, ey. Oh, wie war das? Ich habe so viele Blutechos. Ich wollte nichts sagen. Dann sag auch nichts. Mach ich auch nicht. Dann lass es doch. Oh, damit halte ich den Rest der Folge meine Schnauze. Nein, Daniel, lass mich nicht im Stich. Ich brauche dich doch. Guck, wie schön ich das hier löse. Ach, wunderbar. Ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Da können wir gleich zwei Level holen, wenn wir das hier durchgemacht haben. Ne? Hm? Achtung, da ist noch ist was. Eine Putzfrau. Oder eine Putzperson, ich weiß ja nicht, vielleicht ist es auch ein Kerl. Dahinter steht auch noch einer von denen. Aber ich glaube... Oh, die ist aggressiver als normalerweise. Sonst putzen die ja lieber. Aber ist jetzt nicht so schlimm gewesen. Ach, die ist das, die heult, ne? Okay, jetzt hört sie auf zu heulen. Wow! Oh, das war was für eine miese Falle. Dass man da hinterher springt und dann ist man tot. Achso. Was für eine miese Falle, dass ich jetzt einfach auf sie schieße, bis sie tot ist. Tschüss. Tschüss. Ich habe Tschüss gesagt. So. Sie heult immer noch. Ich höre nichts mehr. Gott sei Dank. Doch, da ist noch eine. Ja, auf der anderen Seite links die Treppe hoch sind wahrscheinlich auch noch welche. Wirklich, ja. So, jetzt schauen wir erstmal hier, was da liegt für ein Gegenständle. Und es ist ein Blutsteinebrocken. Das ist die nächste Stufe, die brauchen wir für unser Schwert. Können wir dann demnächst mal einsetzen. Die Lanze. Nee, den Gewehrspeer haben wir nicht. Ja, wir haben jetzt auch das neue Ding, aber das brauchen wir nicht. Aber, wobei, wir können es ja einfach aufrüsten. Dafür brauchen wir erstmal nur diese erste Stufe, davon haben wir ja genug. Da müssten wir ja 30 Stück haben oder so. Blutedelstein, nee, Blutsteinbrocken oder wie heißt. Nee, nicht Brocken, Scherbe. Und die Double-Version davon? Ja, Zwillingsblutsteinscherbe, genau. Das waren dann die nächsthöheren. Ach man, diese ganzen Begrifflichkeiten, die braucht man ja im normalen Leben so selten, ne? Deswegen vergisst man die dann auch leicht mal wieder. Okay, da ist noch eine Heulerin. Aber das nützt ihr gar nichts. Ich bin nämlich nicht empfänglich für ihr. Du bist so eiskalt, Dennis. So das eiskalt. Muss man sein. In dieser Welt, Daniel. In dieser bösen Bloodborne-Welt. So, jetzt gehen wir hier links in den Gang rein. Den einzigen Gang, den ich hier gesehen habe. Oh, ist aber wirklich Hogwarts hier, oder? Mit den ganzen Bildern an der Wand? Aber jetzt guck mal hier nach links und rechts, bevor dich hier... Hier wird das Geheule größer. Ja, man hört mehr. Oh, scheiße. Ist schon ein bisschen gruselig auch, ne? Ein bisschen stöhnen hast du auch. Ja, vielleicht gefällt ihr das ja, so heulen. Ich mach mal diesen Teller kaputt hier. Geht nicht, schade. Stehen griechische Statuen rum. Eieiei. Ist schon auch ein bisschen gruselig. Eieiei. Wow! Ah! Oh Mann, ich kann schon. Oh, hinter mir auch! Das war so klar, das war so deine klar. Nachbarn tun mir leid. Ach was, unsere Nachbarn. Kommen noch auf fünf. Unsere Nachbarn sind fast nie zu Hause und das passt schon. So. Oh, das ist ja grauenvoll hier. Wie viel sind denn das? Das ist aber echt ein fieser Hinterhalt, ne? Weil die sind alle schon die ganze Zeit da und die tauchen aber erst auf, wenn die Kacke am Dampfen ist. So, ich hole mir mein Leben zurück. Zack. Da sind immer noch zwei. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber hier vorne sind keine mehr. Das heißt, ich habe einen Rückzugspunkt. Quecksilberkugeln. Also sie wollen offensichtlich auch, dass ich sie erschieße. Na? Siehst du, Schnucki?
tot. Ist noch eine übrig. Kann man die anzünden? Ich probier's nicht. Oh Mann. Oh! Was war da? Ah? Ich dachte, ich hätte gleich jetzt mal hier kurz hier den Eingeweide gefangen können bei ihr. Nee, ich glaube, die hat darauf nicht so richtig reagiert. So. Oder mal nach rechts? Ja, ich guck. Hier. Ist da noch irgendwas? Da ist noch eine Kiste. Und noch eine Weinerin. Aber die haben wir auch gehört. Hm? Das ist das Schöne, sie kündigen sich ja zumindest an. Die Schluchzerin. Und es ist ein. Nobles Kleid. Oh. Das können wir uns auch hübsch kleiden. Sehr schön. Ja, können wir mal kurz. Anziehen? Mal anziehen. Mal schauen, wie das so aussieht an uns, wie uns das steht. Die Stats sind nicht mehr so gut. Nicht so gute Stats jetzt. Ist aber ganz sexy eigentlich. Ja. Könnte man machen. Aber könnte man auch lassen. Dann doch lieber die Puppenkleider. Die Schüleruniform. Die Schüler. Sehr schick, sehr schick. Das Jägergewand. Genau das da. Das Jägergewand. Das Jahn am Jägergewand. Das Jahn am Jägergewand. Das ist sogar, ja, das nehmen wir das. Okay. Gut. Dann haben wir den Raum auch. Vollständig. Dann gehe ich mal auf den Balkon. Gesundheit. Bedenke, du hast 36.000, eher gesagt 37.000. Ja, aber hier ist doch nichts. No fist, no fun. So ist es. Den kannte ich noch nicht, der war gut. Echt nicht? Ich möchte dich beglückwünschen. Ich fand ihn gut. So. Hinter mir. Ja, der sah ein bisschen so aus, der Gute hier, der vordere König. Mit seinem Knüppel. Als wollte er mir ans Leder. Da oben ist da links oben ist einer, oder? Oder? Da ist doch einer, ich sehe das doch. Der braucht hier gar nicht so tun, als wäre er nicht da. Das wäre eine Statue, ist er nämlich nicht. Aber hier ist doch noch was anderes. Da war doch gerade irgendein Geräusch. Ja, ja, it's coming. Vorsicht, behandeln Statue, ja, das ist der da oben. Was? Okay. Ist er jetzt hier runtergesprungen? Ich weiß es nicht. Ist er ein wahrer Gentleman? Kommt er zu uns oder müssen wir hochkommen? Muss ich erst hochkommen oder was? Achtung! Ah, da ist der Flatterich. Also ein Gargoyle. Ja, ein kleiner. Oh! Okay, also nicht direkt vor ihm stehen, wenn er das macht wahrscheinlich. Aber die sind nicht so stark. Guck mal. 3-4 Schläge. Und 900. Ja, das geht doch. Jetzt sind es wirklich fast 38.000. Dann springe ich jetzt hier runter, oder? Was sonst? Was soll ich sonst tun? Ah, du kannst da oben nach oben gehen. Ich kann noch zu dem anderen Gargoyle gehen. Und ihm volle Pfund aufs Maul geben. Ja, das mache ich. Das mache ich. Vorsichtig. Vorsichtig. Der bemerkt mich nicht. Der bemerkt mich nicht. Und Eingeweideangriff. Nee, egal. Der hat gar keine. Der hat keine Eingeweide. Guck mal, der ist ja auch nur Haut und Knochen, der Gute. So schlank. Blutsteinbrocken. Davon haben wir jetzt aber, glaube ich, auch schon 2 oder 3 mindestens. Ja, das passt schon, ne? Können wir mal die Waffe aufrüsten. Hier unten ist wieder der Innenhof, oder? Ja, da vorne ist dieser Fahrstuhlraum. Okay. Damit ich mich hier mal ein bisschen orientiere. Dann könnte man ja eigentlich, jetzt kann man hier runterhüpfen? Nee, ne? Nee. Schade. Du kannst es versuchen, nur glaube ich, ist das nicht so gut. Ist nicht so gesund. Ich guck gerade hier. Ist da vielleicht irgendwie auch mal aber wieder eine Abkürzung? Wow! Okay, ich bin tot, oder? Das ist doch immer so, wenn die sich fassen, dann bist du doch meistens tot. Nein! So ein Trottel. Ich hatte jetzt schon ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt. Ja, ich auch. Vor allem, weil ich den echt nicht hab kommen sehen. Der sah aus wie eine Statue. Au! Okay, also man, der es ist eine richtige Fernkampfattacke, die auch wirklich weit Schaden macht. Also von hinten sind die auf jeden Fall anfälliger als von vorne, ne? Ja, von hinten ja. Habe ich nur 3 Schläge gebraucht. Von vorne mehr. Gehen wir mal hier rein. Oh, jetzt ist hier schon wieder so dunkel. Geist ansehen. Wollen wir das mal machen, ne? Aber jetzt kommt da bestimmt irgendjemand Böses. Also ein paar Meter ist er in den Raum reingelaufen. Was ist da? Ist einer. Der sieht irgendwie böse aus.
unnett aus, nenne ich es jetzt einfach mal. Oh, das war eigentlich ganz gut. Guck mal, den kriegt man vielleicht sogar. Aber der fliegt immer so weit weg. Oh, der ist aber schnell. Aber er hält nichts aus. Ja, problemlos. Zwei Blutfiolen. Mhm. Okay. 40.000 haben wir schon auf dem Konto. Das ist gar nicht so wenig, ne? Okay, so. Naja, vielleicht finden wir ja irgendwo mal eine Abkürzung oder ja, sowas. Ja. Du kennst ja Bloodborne. So. Aber vorher gehe ich in diesen Raum und sterbe. Nein. Ich nicht. Sieht aber ganz nett aus. Hier, Gryffindor hat gewonnen, ja, ja, den Hauspokal letztes Jahr. Aber die gewinnen ja immer, wenn Dumbledore gerade Lust hat, dass sie gewinnen. Aber den gibt's ja jetzt nicht mehr. Dumbledore? Hast du gerade allen gespoilert, dass Dumbledore stirbt? Was? Was für ein Unfug. Du bist ja einer. Warte kurz, du kannst ja auch noch... Macht das Sinn, da lang zu gehen? Soll ich da nicht lang gehen? Oder wenn ich hier nochmal da lang guckst, aber pass auf. Nicht, dass da Gegner sind. Du musst nicht so tun, als hättest du keinen Almanach, wo alle Gegner verzeichnet sind. Da kommen jetzt zwei. Also ausweichen, ausweichen. Stimmt, du hast recht. Die sind fieso. Nee, wir geben vor allem Double Penetration. Double Penetration. Ja. Oh, das macht überhaupt keinen Schaden. Sauerei. Ich muss weg. Lassen Sie mich gehen. Knall ihn ab. Ja, ich würde ja, aber da ist eine Statue im Weg. Also du kannst durch die Statue durchkloppen. Das stimmt. Warte. Nee. Geht nicht so gut. Irgendwie sind die Jungs da so ein bisschen gefangen. Eingequetscht. Ich will aber lieber den anderen zuerst machen, weißt du? Weil der ist ja etwas gut. Ja! Yeah. Oh. Und du hattest Angst. Ist doch wieder mal. Ich hatte nie Angst. Peinlich ist das, Daniel. So. Dann holen wir uns das hier. Henker! Geil. Was kann das? Mal kurz gucken hier. Henker gewandt. Earned Henker gewandt. Oh, oh, das ist aber. Das hat aber fette Stumpfangriffabwehr. Das hat alles fett, oder? Ja, ja, das nimm ist das ja mal. Richtig krass. Wie sieht das nochmal im Vergleich aus zu dem. Oh, guck mal geil. Das sieht so stark aus. Das sieht irgendwie geil aus. Zum Vergleich zu was? Ich hab's vergessen. Zum Jana Mega gewandt? Ah, da ist die physische Abwehr ist halt ein bisschen höher, ne? Ja, das ist 20. Das ist die physische, aber ja, die gesamtphysische Abwehr. Aber ansonsten, also gegen Stumpfangriffe und so ist es stärker. Sehr gut. Dann nehmen wir das doch mal. Für ein Weilchen. Was haben wir da noch? Haben wir da auch noch einen Henkerhut zu bekommen? Nee, ne? Ich glaube nicht. Haben wir nicht. Dann lassen wir das einfach auf, oder? Ja, dann lassen wir die Jägermütze. Unsere Jägermütze, aber wir das andere haben hier alles. So eine Art Panzerschuhe. Henker-Panzerhandschuhe. Die sind jetzt aber auch nicht viel geiler, ne? Die sind schwächer, was die ganze physische Abwehr angeht. Ja, ja. Und aber ansonsten gegen die. Gegen die Zauberschadenssachen ein bisschen stärker. Ja, wir können es ja mal nehmen. Und dann ist nur eine Hose, ne? Henkerhose. Oh, die ist wieder. Ja, ist wieder gegen Stumpf, ordentlich. Ja, machen wir das doch. Auf jeden Fall siehst du jetzt sehr, sehr mächtig aus. Echt, sieht ziemlich geil aus. Mächtig, gewaltig. Oh. So, jetzt gucken wir noch hier in diesen Gang und dann ist die Folge auch schon fast wieder vorbei. Schauen wir mal, was hier so ist. Hallöchen. Ein bisschen vorsichtiger sein. Wow, das ist ein großer Raum. Ich taste mich mal näher. Und eine Truhe. Eine Truhe? Hier, soll ich die mal nehmen? Ja. Ich nehme die mal. Und es ist... Das Ekelblüterregister. Okay, das gucken wir uns gleich an. Aber erst nachdem ich diesen Fahrstuhl betreten habe. Denn wir wissen ja, wo der hinführt. Wir haben ja den Fahrstuhl gefunden, oder? Unten im Innenhof, nehme ich mal an, dass das da ist. Also hätte ich jetzt gesagt. Und tada, ich hatte recht. Es ist wirklich super. Dann gehe ich mal kurz zur Lampe und wir bringen unser Zeug zurück. Und level mal ein bisschen auf und danach... Gucken wir uns das Ekelblüterregister an und gehen weiter durch dieses Schloss voran. Würde ich sagen. Jo. Aber das machst du ja dann. Bis dann. Bis dann, tschüss.